Weltfrauentag und Frauenfußball, das passt zusammen. Anlässlich des Internationalen Frauentags hat FIFA-Präsident Sepp Blatter bei der FIFA-Konferenz die Brighton plus Helsinki-Erklärung unterzeichnet, gemeinsam mit der Arbeitsgruppe für Frauen und Sport. In der Erklärung werden Prinzipien dargelegt, um die Stärkung von Frauen in der Gesellschaft zu unterstützen und die Gleichberechtigung der Geschlechter voranzubringen. Wir haben mit Erschrecken festgestellt, dass der Anteil an Trainerinnen im Frauenfußball nur 7% beträgt. Ja, wir reden über Frauenfußball. Unser Ziel ist es, mehr Trainerinnen auszubilden. Dabei will ich helfen. Und ich hoffe, dass in Zukunft mehr Frauen integriert werden. Sie sollen nicht nur auf dem Spielfeld stehen, sondern auch Führungsrollen übernehmen. Frankreichs Fußballverein Clermont Foot hat bereits einen Schritt in diese Richtung getan. Zuerst wurde Helena Costa als Trainerin des Männerteams vorgestellt. Kurz danach wurde dann Corinne Diacre ihre Nachfolgerin. Frauen als Trainerinnen von Männerteams sind eine Seltenheit. Ist das Beispiel Clermont Foot nur ein Einzelfall oder doch ein Anstoß für andere Vereine? In all honesty, bei aller Liebe, immer heißt es, es braucht Zeit, es braucht Zeit. Ich bin seit ich 11 bin im Fußball aktiv, 38 Jahre lang. Und immer noch höre ich, es braucht Zeit. Wir sollten betonen, dass es schon besser ist, als es war. Und die Frage ist, könnte es überhaupt besser sein? Konferenzen wie diese hier sind enorm wichtig, mit Menschen, die zusammenarbeiten, um Änderungen möglich zu machen. Die Podiumsteilnehmer der FIFA-Konferenz schlugen nun die Einführung von Frauenquoten vor, um die Anzahl der Frauen in Machtpositionen innerhalb des Fußballs zu erhöhen. Viele werden diskutieren, ob dieser Vorschlag sinnvoll und realisierbar ist, aber klar ist auch, dass sich etwas ändern muss, um eine Gleichberechtigung zu erreichen.